alt ist eigentlich das Haus, in dem Sie wohnen? 10, 20 oder gar 50 Jahre? Wir stellen Ihnen jetzt ein Haus vor, das vor über 400 Jahren gebaut wurde und zurzeit durch Handwerker in neuem Glanz erstrahlt. Und so sieht es auf einem CAD-Plan der Neuzeit aus. Mitten im Stadtzentrum von Hachenburg steht das Original, in dem aktuell ein Mehrgenerationenhaus entsteht. Ja, wir stehen hier vor der Baustelle des Mehrgenerationenhauses. Das Mehrgenerationenhaus war vorher zu früheren Zeiten ein Wohnhaus gewesen. Dann hat sich das, wie das bei so älteren Häusern ist, geändert. Es gab eine Wohnnutzung, es gab die Bücherei, es gibt ein Seniorentreff. Und wir haben begonnen, vor knapp 2 Jahren zu untersuchen, was hat das Haus für einen Wert, was hat das für ein Erstellungsdatum. Und dabei kam relativ schnell raus, dass das Haus von 1606 ist. Architekt André Kramm setzt hier mit mehreren Handwerksbetrieben den Umbau um, der alles andere als normal ist. Denn nicht nur die historische Bausubstanz erfordert Fachwissen und ein gutes Händchen. Das Gebäude beherbergt auch die Stadtbücherei von Hachenburg, die weiterhin geöffnet bleibt. Während oben die Handwerker an jahrhundertealter Bausubstanz arbeiten, geht das öffentliche Leben unten weiter. Dabei ist das, was sich auf der Baustelle abspielt, auch ein Krimi. Ein Stück lebendige, spannende Zeitgeschichte, die vor 2 Jahren so begann. Wir haben nicht ständig Baustelle hier gehabt, sondern wir haben die ersten Maßnahmen bedeuten, erstmal überhaupt sich Gewissheit dazu verschaffen, wie sah das Haus mal früher aus und wie können wir es sanieren. Zurückversetzt in den Zustand der damaligen Zeit, muss man sagen, es war kein Fachwerk hier zu sehen. Ja, jetzt haben wir hier einen komplett fachwerksichtigen Innenraum. Es war keine Deckenkonstruktion zu sehen. Es war überall mit mehreren Schichten, gibt es Kartonplatten, ja, Rigips verkleidet, sodass das die erste Maßnahme war, die wir gemacht haben. Und dann haben wir festgestellt, dass hier ein hochwertiges Fachwerk von Datierung 1606 noch vorhanden ist, inklusive der Lehmausfachung, inklusive der historischen Ausmalung, was also ein sensationeller Fund war, auch für die Landesbehörde. Der Herr Fritz von Bräuchen, der sicherlich mehrere Objekte zu betreuen hat, hat das als einzigartig weit und breit gesehen. Das heißt, wir haben hier in dem Raum Sichtfachwerk, innen und außen, aber auch eine hochwertige Malerei gefunden, die ist dokumentiert, die ist belegt und das werden wir auch wieder herstellen. Eine Herausforderung auch für das Zimmererhandwerk. Hier geht es nicht nur um eine hochwertige Restaurierung, sondern auch um den Bestandsschutz einmaliger Verzierung der Lehmwände. Damit diese kleinen Kunstwerke durch die umfangreichen Arbeiten nicht beschädigt werden, wurden sie eingepackt. Wird die Verkleidung entfernt, geht es auf Zeitreise. Diese Malereien sind 400 Jahre alt. Klar, dass man sie erhalten möchte und ihnen einen besonderen Schutz zukommen lässt, denn einmal zerstört, einmal weg, ist für spätere Generationen nicht mehr erfahrbar. Und man muss sich vorstellen, dass das vor ungefähr 400 Jahren von Handwerkern hergestellt worden ist. Und es wäre ja schade, wenn das unwiederbringbar verloren wäre. Und so wird das später bei der Ausführung vom Gesamtkonzept hier, werden so Fragmente dann mit eingearbeitet und auch der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Den Hachenburgern soll das Gebäude spätestens zum Jahresende 2010 wieder zugänglich gemacht werden. Doch bereits zur Fachtagung Lehmbau am 15. und 16. September können interessierte Handwerker, aber auch Bauherren hier vor Ort die Möglichkeit im Umgang mit Lehm als nachhaltigem Baustoff kennenlernen. Eine Veranstaltung, in die sich auch die Handwerkskammer Koblenz als Initiator einbringt, denn Fälle wie diese zählen auch im Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege zum Beratungsangebot. Ja, wir sehen hier die restauratorischen Untersuchungen. Was heißt restauratorische Untersuchung? Wenn man so ein Gebäude begeht, hat man einfach verschiedene Aussagen, die man durch fast wie so ein Mediziner mit dem Skalpell rausarbeiten kann. Wir sehen das hier an dem Beispiel ganz schön, dass einfacher Skalpellschnitt dann die Farben freilegt. Ja? Die ursprünglichste Farbe ist hier unten abgebildet und so geht über die Jahre, über die Jahrhunderte, kann man ja bei dem Objekt sagen, Farbe über Farbe. Diese Untersuchung ist wichtig, um dann auch eine stimmige Aussage im Gesamtkonzept nachher machen zu können. Das ist also eine wichtige Voraussetzung, um das Gebäude historisch belegt wieder in ein neues Kleid einzupacken. Und das neue Kleid macht auch vor dem Dachboden nicht Halt. Auch hier greifen die Handwerker zum Werkzeug und arbeiten das wieder auf, was ihre Vorfahren vor 4 Jahrhunderten erstellten. Dabei bietet der Baustoff Lehm einen besonderen Vorteil. Mit Wasser neu angemischt, kann er wiederholt verputzt werden oder zu Lehmbausteinen geformt, da eingesetzt werden, wo er historisch einst verarbeitet war.
Im unteren Teil, da haben wir ein Gefach, was von 1600 noch stehen geblieben ist. Also eine typische Ausweitung eines Gefaches. Eine Eichenstarke wurde eingebaut, mehrere. Und da wurde ein Flechtwerk hergestellt aus einer Weide. Diese Weide ist original von 1600. Dieses Gefach haben wir dann mit einem Lehmputz, einem heutigen nachgemischten Lehmputz, einer Rezeptur von früher, ausgebessert. Informationen zu dieser Rezeptur und den anschließenden Einsatz, auch das wird bei den Hachenburger Lehmbautagen ein Thema sein. Dann können sich Besucher auch über die weiteren Gewerke informieren, die hier am Mehrgenerationenhaus mitarbeiten. Informationen aus erster Hand gibt es selbstverständlich auch. Weitere Informations- und Anmeldemöglichkeiten zu den Westerwälder Lehmbautagen gibt es bei der Touristinformation Hachenburg oder dem HWK-Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege. Hier finden Sie auch ein breites Bildungs- und Beratungsangebot im Umgang mit historischer Bausubstanz.